So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mountain Blade Bowman, Folge Nummer 111. Ich habe es eben gerade noch gesagt und ich habe gerade wieder nachgedacht, welche Folge ist denn das? Ich hab, ach ja, aber egal, gut. Weiter geht's natürlich. Wir haben ja noch, wie viel sind? 5 Truppen, die wir noch haben, oder? Hier 10, 12. 12 Leute müssen wir noch voll ausbilden. Und würde ich sagen, könnten wir nächste Folge eigentlich eventuell schon angreifen? Also ich meine, man könnte es versuchen. Oh Gott, mein Hals, entschuldigt mich kurz. Seriös Let's Play, ne? Einfach währenddessen trinken oder essen, kein Ding. Oh, hier war eine Megaschlacht. Frage ich mich nur zwischen wem, aber egal. Gut, wir müssen jetzt einfach nochmal schauen, dass wir diese blöden 12 Trüppchen da noch ausbilden und, boah, und dann müssen wir irgendwie eine Armee. Ich brauche mindestens 300 Unterstützung, aber das wird echt schwer. Ja, die Moral ist gut bei meinen Männern, also. Ah, perfekt. Ist nichts P für uns. Oh mein Gott, dieser Abend, was ist mit dem Abend hier los? Ich bin dauerhaft am Rülpsen, das ist ja nicht mehr schön. So, dann kümmere ich mich mal wieder um die blöde Infanterie hier unten. Ah, niederes Volk, weg mit euch. Ihr seid es eigentlich nicht würdig, gegen mich zu kämpfen, aber ich meine, das ist mein Gebiet. Und das heißt, ihr habt euch da rauszuhalten. Na, ihr seid nicht mit mir verbündet oder so. Ich hab denen keine Permission, ja. Wenn ich jetzt wüsste, was Permission auf Deutsch heißt, ey. Keine Erlaubnis, genau, ey. Erlaubnis hier gegeben, durch mein Land zu bumsen, ey. Und dann alle Frauen klar zu machen. Das sollen sie mal schön in ihrer blöden Stadt da machen. Genau, ja. Ich habe auch immer Probleme, das Englische ins Deutsche zu übersetzen, ne? Ich weiß immer die Bedeutung, aber von den Wörtern, aber ich finde kein deutsches Wort, dann wisst ihr, also. Das ist nicht so mein Ding, ne? Oh, das ist ja auch noch ein Gegner. Oh! Oh! Oh, das wirft unsere Pläne jetzt natürlich sehr stark zurück, ne? Also. Das wirft unsere Pläne eigentlich jetzt zu stark zurück. Ich meine. Gegen den kriege ich 30 Truppenverlust, mindestens. Das heißt, die müssen wir wieder neu rekrutieren, aber ich werde trotzdem gegen den kämpfen, ich meine. Es ist Tag. Und den machen wir jetzt einfach. Aber der hat den dicken Truppenvorteil, den dicksten Truppenvorteil, den man haben kann, ey. Boah Gott, aber wenn wir den gefangen nehmen würden, das wäre natürlich ein voller Erfolg für uns, ja. Das wäre natürlich echt schön. Und wir haben so wenige Bogenschützen, dass unsere Taktik eigentlich gar nichts bringt. Das heißt, wir können eigentlich die umrennen. Oh, der hat so viele Truppen, das gibt einfach nicht. Das wird so viel Verlust. Also ich bin mir sicher, wir gewinnen das. Also wir haben ja die echt guten Truppen, aber 30 Truppenverlust. Ich finde es zwar selber nicht gut, aber wenn wir den gefangen nehmen, können wir ein hübsches Lösegeld erhandeln. Und ja, ich meine, ja, das war's eigentlich, ne? Genau, das war's. Ich will nicht unbedingt mit den Frieden schließen. Obwohl, könnten wir eigentlich machen. Dann stören die uns erstmal nicht. Weil die plündern unsere... Doch, doch, die plündern... Wir könnten eigentlich mit den Frieden schließen, weil die plündern unsere Dörfer dauerhaft. Also die und die Reiterhuren-Nation da. Also die machen unsere Dörfer eigentlich dauerhaft. Ich glaube, die Wege-Nation hält sich da so ein bisschen raus. Und die Rodok-Leute, ja, die machen wir, die gegen die kämpfen ja gerade sowieso, also die sind ja sowieso bald platt gemacht. Und das läuft doch eigentlich ganz gut, was ist denn los hier? Okay, da haben wir jetzt schon den ersten Verlust. Und der wird auch noch sterben, da kann er nicht viel machen gegen 30.000 wieder. Oh, mein armes Pferdchen. Oh, mein Hottehü, Alter, mein armes Hottehü. Hottehü, Alter. Jetzt geht's aber los mit den Toten, ey. Das liegt wieder daran, dass unsere Truppen gesplittet sind und wieder alleine kämpfen und der Rest wieder irgendwo hinten rumpimmelt, das fuckt wieder ein bisschen ab. Sollten mal enger zusammenbleiben, Ich glaube, da gibt es auch einen Befehl für. Oh Gott, kommt wieder die nächste. Oh Gott, ey, diese Unterstützung, So viel Unterstützung in so kurzer Zeit. Mann, sterb doch nicht! Rodok Surgeon! Dich brauch Surgeons, was ist denn los? Würden doch wenigstens die unausgebildeten Leute sterben,
Na, wie viele wieder hinten stehen und die. Und meine armen Leute. Guckt euch diese kleinen Truppen an gegen wieder 100 Leute vom Sultan. Ey, das ist richtig unfair. Meine Truppen. Oh mein Gott! Oh! Habt ihr die Lanze gesehen? Oh mein Gott! Oh, Schock fürs Leben, Alter. Spult zurück und guckt euch das an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Die Lanze habe ich einfach erst bemerkt, als sie mich fast getroffen hat. Oh, das hätte jetzt aber gedreht hier. Also das wäre dann die Chance gewesen für die blöden Pisser hier. Mein Gott, jetzt geht's los mit den Toten. Das nervt mich jetzt. Wir so gut angefangen. War richtig gut angefangen, ey. So, wenn jetzt mein Pferd töten, habe ich ein bisschen Probleme hier alleine. Deswegen gehe ich auch wieder ein bisschen zurück zu meinen Männern. Die hier wieder so verteilt rumlaufen, das gibt einfach nicht. Das ist unglaublich. Nee, der kämpft hier wieder alleine. Und die anderen pimmeln da irgendwo wieder 30 gegen einen rum, ja. Das ist einfach nur dumm. Oh Gott. Hab ich hier. Ah, oh ne. Mein Pferd lebt immer noch. Das ist natürlich sehr schön. Jetzt nicht mehr. Ja, kein Ding für mich. Ich mach das. Oh, Pferd. Ah, ich kann es sowieso nicht benutzen. War es das schon? Das waren aber keine 400, oder? Doch, das waren sogar echt 400, ne? Wenn das immer so ein 150er. So ein 150er-Welle war, dann waren es auf jeden Fall 444 oder wie viel der auch immer hatte. War eine Teufelszahl, ey. Wir haben, glaube ich, nur um die 20 Verluste gemacht. Komm. Oh, nice. Sieht aus wie mein altes. 16. Gegen 190. Ja, gut, ne? Also nicht so optimal. Nein. Oh, nee, Alter. Das ist ja wieder ein bisschen blöd. Ey. Hab ich gedacht, wir haben jetzt locker voll viele gemacht. Jetzt haben wir wenigstens mehr Starttruppen, also ist ja immerhin. Immerhin. Oh Gott, ah, ich habe das Rennen auf uns zu. Das gibt ja nicht. Das gibt ja nicht. Also wenn wir den Sultan nach dem Kampf nicht gefangen nehmen, dann hat es sich nicht gelohnt, wenn ich ehrlich bin. Also. Auch wenn wir nicht viel mit dem gefangenen Sultan machen können, aber wir kriegen immerhin viel Geld für den. Ja, also. Das ist ja schon mal was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die dürfen nicht in uns reinrennen. Nein, die dürfen den Vorteil nicht haben. Oh mein Gott. Wir haben jetzt zwar nicht so den Speed gehabt, ey, aber ich meine, wir sind in uns reingerannt, das gefällt mir nicht. Na, ich kümmere mich nicht um die Pferde. Fuck mich zu sehr ab. Ich kümmere mich um die blöden Bogenschützen, ey. Solange meine Männer noch zusammen sind, können die Pferde eigentlich nicht viel tun. Oh, so, go, go, Jungs. Schnell und easy, bitte. Ah, bewusstlos, das ist doch noch okay, das geht doch noch. Ah, muss ich wieder so viel rekrutieren, ey. Oh, schon wieder ein Toter. Gibt nicht. Surgeons, ah ja, meine Besten sterben hier. Oh mein Gott, keine Lanzen bitte, null Lanzen, nein, keine bitte nicht, nein, danke, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ach, sterb doch nicht, das ist doch kacke, das nervt mich so, wenn da so ein roter, so eine rote blöde Zeile ist, ey, das ist... Boah, und besonders wenn dann zwei rote Zeilen sind und dann noch so eine gelbe, ey, das ist der richtige Abfall. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Report. Report. Oh mein Gott. Ah, wir haben kein Damage gemacht. Also nicht so wirklich, ne? Oh Gott, ey, meine Männer. Na, ich habe ja gesagt, 30 Verluste. Kommt hin, ne? Die kriegen schon wieder Verstärkung. Die haben doch eben schon Verstärkung bekommen. Was ist denn los mit denen? Was ist denn los mit denen, ey? Kennt das eigentlich jemand? Was ist denn los mit euch, ey? Das ist auf einmal da gewesen, ey. Das nervt mich übelst, ey. Ich hab so den Ohrwurm von diesem. Was ist denn los mit euch, ey? Immer diese Rap-Fans immer in der Schule so singen, Alter. Was ist denn? Ich will diesen Ohrwurm gar nicht haben, ey, aber er ist einfach da. Da kennt ihr bestimmt alle, ey. Das habt ihr bestimmt schon mal alle gehört, ey. Was ist denn los mit euch? Sieht schon mal sehr gut aus. Wir haben sehr viele Bewusstlose. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Das feiere ich. Ich feiere das, genau. Ich glaube, danach gibt es noch eine Schlacht. Richtiger Abfuck. Aber wir kriegen viel XP, immerhin.
Immerhin. So, haben wir noch ein paar Bodentrüppchen, die wir töten können. Ach, pack doch dein Schild weg, das bringt dir doch... Lol, der lebt noch. Okay, okay. Hat er seine Verteidigungsskills rausgehauen, ne? Ach, Surgeons, kümmert euch ja nicht um so einen blöden Bogenschützen, erst mach ich. Hier, Kopf ab. So, mein Freund, du stehst also unschuldig. Und von hinten. Haha, bin ich ein Gangster, ey. Ich bin unaufhaltbar hier. So, dann helfe ich mal hier meinem Reiter. Gegen diese blöden Mamluken, ey. Wenn ich mal schlagen könnte. Hallo, beweg dich mal, Pferdchen. Danke. Mein Hotte Hü, Alter. In welchem Alter sagt man eigentlich Hotte Hü, ey? Das sagt man doch bestimmt von nur von 0 bis 3, ey, wenn man da überhaupt schon sprechen kann. Hotte Hü. Ich glaube, ich habe nie in meinem Leben Hotte Hü gesagt, ey. Das Wort ist aber auch behindert. Oh Gott, wir haben 79 Leute. Ich weiß, wir haben mehr als 79 Leute. Weil wir natürlich sehr viele Bewusstlose haben. Aber ich meine, also wir haben... wir haben, glaube ich, noch 100 Truppen ungefähr. Also mit den Bewusstlosen. Aber das ist halt schon ein dicker Abfuck, ne? Das ist jetzt echt traurig, dass wir gerade mal mit 79 kämpfen. Ja, kümmern wir uns halt mal um den... Guckt euch den an! Ah, der lebt noch. Oh, das ist kompliziert, ey. So viele Truppen, ey. So eine Megaschlacht. Wir sind so richtig unterlegen, aber wir dominieren halt so, ey. Und dann bei den Burgen haben wir dann immer so Probleme. Und bei den Städten besonders. Deswegen habe ich vor Yelkala auch ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe auch so... Ich habe echt das Gefühl, wir schaffen Yelkala nicht. Und dann muss ich mir neue Truppen holen. Werd dann gefangen genommen. Darauf habe ich echt keinen Bock, weil das wird uns echt sehr, sehr weit zurückwerfen. Alles wieder neu rekrutieren und ich habe auch keine Safety-Trupps irgendwie in meiner Burg oder in meiner Stadt. Weil ich will in meiner Stadt mindestens 100 haben und in meiner Burg die 40 Leute, die ja noch drin sind. Also, wir müssen Yelkala auf jeden Fall beim ersten Versuch erobern. Und dann packe ich mir halt meine 90 Pfeile ein, weil ich werde mir dann... Oder nee, doch, nee, ich werde meine 60 Pfeile da behalten. Meine 2x30 da. Ich habe überlegt, mein Schwert wegzulegen und halt nur mit Pfeilen und Pfeil und Bogen da anzutreten. Auch ein bisschen blöd, finde ich. Ich muss aufpassen, weil ich bin ziemlich low. So. Männer, wie wäre es, wenn ihr mal alle zusammen jetzt angreift gegen diese Front? Das wäre natürlich echt nett von euch. So, ich komme jetzt hier ganz sneaky durch die Büsche. Na, oh ne, komm, Surgeon, ey. Jetzt noch sterben bei den Noob-Trupps, ey. Da hinten ist noch einer, oder? Ne, das ist ein Pferd. Das ist sein Pferd, ey. Was ist denn? Lass mit dir, mein Freund. Oh, da hat er mich aber... Ah, der Schuss war nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hat er auch noch geblockt. Solche Leute brauchen wir in der Truppe, ey. So, noch der hier. So. Jawohl! Wir haben den Sultan besiegt. Kein Ding für uns. Kein Ding. Und der hat es geschafft zu fliehen. Natürlich hat er es geschafft. Warum denn auch nicht? Wir haben unter 100 Truppen. Das ist hart. Aber wir sind jetzt echt nah dran an unserem besseren Bogen. Aber das ist jetzt... Oh, wird überfallen. Ey. Geht mir doch nicht auf die Eier. Ey. Schafft er das eigentlich? Ich sehe ja nicht, wer da kämpft. Aber ich werde da jetzt auch nicht helfen. Ich bin richtig... Oh, die haben es geschafft. Perfekt. Gut, dann werde ich jetzt erstmal wieder rekrutieren gehen. Oh Mann, das zieht sich jetzt wieder nach hinten. Oh, das ist blöd. Dass hier Yelkala jetzt wieder zieht, aber... Och nee, das habe ich jetzt auch noch gebraucht. Ey. Das ist ja... Ah, 360 machen oder was hier? 360 mit der Kamera. Ah, lol. Nummer 1, Nummer 2, oh. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, 7, 8, 9. Oh,
Ja, ne? Kein Ding für mich. Jetzt würde ich gerne rekrutieren. Das wäre echt nett. Einen! Das ist ja ein Traum. Gott, alles geplündert. Das ist echt nicht schön. Das darf ich nicht mal rekrutieren. Ich glaube, ich gehe ins Nordskönigreich. Ja, ich würde zwar gerne mein Reich bleiben, aber einfach um das zu verteidigen, weil ich habe so das Gefühl, gleich wird irgendwas belagert. Aber, na gut, ne? Machen wir es halt mal so. Ein paar Nordsleute sind nie schlecht, besonders die Bogenschützen. Oh, wir kriegen mal wieder 2000 pro Woche. Sehr schön. Oh, ich will nicht zum Dorfzentrum. Ich will Leute rekrutieren. Oh, die Folge ist vorbei, Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Werden wir dann wieder ein paar Leute rekrutieren. Ihr kennt ja den Blödsinn hier. Also, haut rein. Bis dann. Folge 112 ist das dann, genau. Ciao.